Wir sind jetzt gerade hier bei unserem Warnstreik bei ArcelorMittal in Duisburg. Hier haben sich 350 Kolleginnen und Kollegen versammelt. Wie ich finde, ein sehr eindrucksvolles Ereignis. Wir haben Warnstreik eigentlich noch nie gehabt hier. Das ist unser erster Warnstreik. Und ich bin überrascht, dass die Belegschaft so zahlreich hier erschienen ist und macht mich stolz und macht Bock auf mehr. Die dritte Verhandlungsrunde wurde am Freitag schon nach 17 Minuten von der IG Metall abgebrochen, weil die Arbeitgeber sich nicht in der Lage sehen, ein verhandelbares Angebot abzugeben. Daraufhin haben sie die Antwort bekommen, wir sind nicht im Kasperle-Theater und wenn wir aus der Deckung kommen sollen, haben wir gesagt, ja, das werden wir, und zwar auf der Straße. Wir wollen mehr und mehr Freie. Das Drahtwalzwerk, das Knüppelwalzwerk stand. Die technischen Dienste waren teilweise nur noch eingeschränkt funktionsfähig, wenn sie nicht auch gestanden haben. Und es macht deutlich, dass die Kolleginnen und Kollegen hinter den Forderungen der IG Metall stehen. Und wir haben vorher mit einigen Azubis zusammen große Plakate vorbereitet und haben uns dann einmal hier oben positioniert, diese gezeigt und uns am Warnstreik beteiligt. Da in nächster Zeit sehr viele von unseren alten Kollegen das Werk verlassen und der Altersdurchschnitt sehr hoch ist, ist es weiterhin Zeit dafür, dass wir viele junge Leute hier rankriegen und das Ganze attraktiv gestalten, damit auch viele sich bewerben. Wir sind hier im Stahlwerk Leute, die sind 60 Jahre mittlerweile alt, ne, und wir brauchen Nachwuchs. Und wer gute Tarifverträge macht, der kann auch auf guten Nachwuchs hoffen. Also die Kollegen möchten nicht nur hier diese 6% mehr Geld, sondern halt auch diese 1800 Euro als zusätzliches Urlaubsgeld und die Möglichkeit, es wahlweise halt auch in freie Zeit umwandeln zu können. Und die Kollegen malochen hier und bringen sich ein, sie sind flexibel, sie tragen Schichtverlegungen, Mehrarbeit und mit. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen sich hier wirklich verdient. Ich meine, die Betriebe haben vor allem im letzten Jahr auch sehr hohen Gewinn gefahren. Und im Endeffekt sind wir dafür verantwortlich. Wir stehen hier jeden Tag und malochen. Wir haben einen hohen Organisationsgrad. Das hat man hier heute eindeutig gesehen. Auch in anderen Betrieben ist der Organisationsgrad der IG Metall exorbitant hoch. Die Kollegen rotten sich zusammen. Wir werden zusammenstehen. Wir werden zusammen für diese Forderung kämpfen. Wir können auch noch mehr. Und da bin ich nicht nur beim 24-Stunden-Streik. Die Geschichte der Stahlindustrie hat, glaube ich, schon mehrfach gezeigt, dass auch darüber hinaus Potenzial da ist. Und mein Gefühl ist, dass die Bereitschaft, dieses auch einzusetzen, dieses Potenzial hier gegeben ist.